Wenn wir dort Quests kriegen. Sollten. So, Anof, was hast du? Sieh an, wer ist denn das? Machen wir uns auf den Weg. Okay, du hast nichts Neues. Yeah. Du? Tell me what's ja. On your mind. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Wie fühlst du dich? Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Albträume? You're there in my head when I sleep. Sie sind beim Kopf, wenn ich schlafe. Sometimes I can taste them on the back of my tongue like a smear of grit. Happens when I take in a particularly volatile salt. Das ist alles, was wir kennen. Okay, Alof. Do you need something? Brauchst du etwas? Er sieht dich mit kaum verhüllter Irritation an. Ich würde gerne wissen, was du über meine Suche nach Eotas denkst. Was weißt du über die Valianische Handelsgesellschaft? Wie findest du die Prinzipi? Ich würde gerne deine Meinung über die Uana hören. Was denkst du über die Todesfeuer? Hast du es jemals zurück nach Edir geschafft? Alles klar bei dir. Es ist schon eine Weile her, seit ich offen mit jemandem sprechen konnte. Insbesondere über den blauen Schlüssel. Das ist unerwartet befreiend. Hast du es jemals zurück nach Edir geschafft? Tatsächlich habe ich das. Seine Laune bessert sich. Ich sah meine Mutter zum ersten Mal nach vielen Jahren. In seinen Worten und seiner Körperhaltung steckt eine Leichtigkeit, die du noch nie zuvor bei ihm gesehen hast, wenn er über seine Familie sprach. Wie ging es deiner Mutter? She'd been living with her Thane for quite some time. I don't think she'd been to see my father since I left. Es ging ihr gut. Sie lebte bereits seit geraumer Weile mit ihrem Tieren. Ich glaube nicht, dass sie meinen Vater noch einmal gesehen hat, nachdem ich gegangen war. Er zuckt am Saum seiner Kleidung und schaut geistesabwesend auf den Boden. I used to blame her for her long absences. For not intervening directly with my father. Ich hatte ihr oft ihre lange Abwesenheit vorgeworfen, dass sie nicht direkt eingegriffen hat mit meinem Vater. Was hat sich mit deiner Mutter verändert? I realized that she was torn between two demanding roles and two demanding men. Mir wurde klar, dass sie zwischen zwei fordernden Rollen hin und her gerissen war und zwischen zwei fordernden Männern. Er sieht wieder zu dir auf. I used to resent her for failing to protect me. But I understand now that her absence is what allowed me to grow. Ich habe sie oft dafür verachtet, mich nicht beschützt zu haben. Aber jetzt verstehe ich, dass ihre Abwesenheit mir Raum zum Wachsen gab. Intentionally or not, she gave me the space I needed to learn a degree of independence. Ob beabsichtigt oder nicht, sie gab mir die Freiheit, die ich brauchte, um zu einem gewissen Grad unabhängig zu werden. Das freut mich für dich. It felt good to resolve that much. Danke, es hat gut getan, damit abschließen zu können. Fragen wir mal ganz vorsichtig, hast du deinen Vater gesehen? Er schüttelt seinen Kopf, seine Lippen sind fest zusammengepresst. It's one thing to forgive my mother for her absence. Quite another to excuse him. Meine Mutter ihre Abwesenheit zu verzeihen ist eine Sache, ihm zu verzeihen ist eine ganz andere. Das mit dem Verhältnis kennen wir ja, das wollen wir nicht nochmal aufführen. Hört sich an, als hätte sich deine Reise gelohnt. Das war sie. Wir können trotzdem weiterfragen. I saw my mother for the first time. My father was steward to an earl in the Seathwood. My mother entered into a hamnig with a thane when I was very young. Mein Vater war der Burgvogt eines Grafen in Sithwald. Meine Mutter ging ein Hamnig mit einem Tian ein, als sie noch sehr jung war. I think they must have loved each other once, but I recall little evidence of it. Ich denke, sie müssten sich einst geliebt haben, aber ich erinnere mich kaum an ein Anzeichen dafür. Hört sich an, dass jetzt sich die Reise gelohnt. Jetzt ist es abgeschlossen. Okay. Was denkst du über die königliche Todesfeuergesellschaft? Ich halte sie für eine der straffesten und zielstrebigsten Organisationen, die ich je gesehen habe. Jeder scheint zufrieden zu sein, weil das gegen den blöden Schlüssel geht. Okay. Und das ist mir nicht ganz geheuer, nicht nach dem blöden Schlüssel. Er reibt sein Kinn. Was hältst du von den Uana? Die Königin scheint die Zügel recht locker zu lassen, sozusagen. Er zieht Gedanken verloren am Ende seiner Schärpe. Und das finde ich gut.
Das Todesfeuer braucht jemanden, der sein Volk führen kann, ohne es zu unterdrücken. Stimmt. Wie findest du die Prinzipien? I'd heard Deadfire had a pirate problem, but I had no idea how large it was. Or how fashionable. Ich hatte gehört, dass das Todesfeuer ein Piratenproblem hat, aber ich hatte keine Ahnung, dass es so groß ist. Oder so modisch. Dir scheint, als wäre er ungewollt beeindruckt. Ja, die Prinzipien sind teilweise sehr gut gekleidet. Ihre Schiffe nicht. Still, the only thing more dangerous than a unified pirate nation is one at war with itself. I worry about who will be caught in their crossfire. Trotzdem, das ist das Einzige, das gefährlicher ist als eine vereinte Piratennation, eine Piratennation, die sich selbst bekriegt. Ich mache mir Sorgen, wer da ins Kreuzfeuer zwischen den Fronten geraten wird. Ja, wir zum Beispiel. Was hältst du über die Valianische Handelsgesellschaft? Sie sind largely competent. I would feel better about that, were they not run by profiteers and animances. Sie wirken recht kompetent, wobei mir wohler wäre, wenn sie nicht von Profitgeiern und Beseelern geführt werden würden. Er lächelt ironisch. Governor Clario seemed honest and well-intentioned. So one wonders why he was stationed at such an out-of-the-way post. Gouverneur Clario schien aufrichtig zu sein und gute Absichten zu haben. Da fragt man sich doch, warum er an solch einem abgelegenen Ort versetzt wurde. Er hebt eine Augenbraue. Ja. Ich würde gerne wissen, was du über meine Suche nach Eotas denkst. One would hardly imagine that a Colossus made of glowing Ardra could be so hard to find. Man kann kaum glauben, dass ein Kolossus leuchtend im Ardra so schwer zu finden sein könnte. Er schüttelt den Kopf. But then I suppose the gods wouldn't have chosen you if the task were easy. Andererseits hätten die Götter wohl nicht dich auserwählt, wenn die Aufgabe so einfach wäre. Mhm. Das ist alles. Wir können ihn also nicht fragen nach... dem Problem, oder? Do you need something? Nö. Seraphim, was ist mit dir? Not to be telling you your business, Cap, but if we don't set sail for Deadlight, Benwerf will finish his repairs and pull anchor. Will dir nicht dein Geschäft erklären, Captain, aber wenn wir nicht Segel nach Todeslicht setzen, beendet Benwerf seine Reparaturen und zieht den Anker hoch. Ja, was kannst du mir über das Fort erzählen? Valian made originally. Piled them stones up a few centuries back, but gave it up when the fishmen wouldn't leave them be. Hard to defend against Wilder crawling up out of your crappers. Ursprünglich von den Valianern gemacht, haben es vor ein paar Jahrhunderten Stein für Stein aufgebaut, es aber aufgegeben, als die Fischmänner sie nicht in Ruhe gelassen haben. Schwer zu verteidigen, wenn dir Wilde unter deinem Hintern hervorkrabbeln. Captain Aldees claimed it a few years back. Fucking filthy from bow to stern. She had her lads and lasses cleaning fish shit out of the floorboards for months. Captain Aldees hat es mehrere Jahre zuvor beansprucht. Verdammt schmutzig vom Bug zum Heck und sie hat ihre Mädels und Jungs monatelang Fischscheiße von den Brettern schrubben lassen. A couple of them thought he might be better sailing elsewhere and left in the Nine. Aldees tracked them down quick as you like, took their heads and fixed them into little lanterns for the front gate. Called them Fort Deadlights, Deadlights. Ein paar von ihnen dachten, dass es besser wäre, Wardos anzuhören und sind in der Nacht abgehauen. Aldees hat sie blitzschnell aufgespürt, ihr die Köpfe abgeschlagen und sie von kleinen Laternen gesteckt, mit denen sie das vordere Tor dekorierte. Hat sie die Todeslichter von Fort Todeslicht genannt. Seine Nase zuckt. They say she ain't had a deserter since. Tad cruel for my taste. But I admit to admiring the wordplay. Man sagt, dass sie seitdem keine Deserteure mehr hatte. Ein bisschen grausam für meinen Geschmack, aber ich bewundere das Wortspiel. Weißt du etwas über die Verteidigungsmöglichkeiten des Forts? Funny thing about it being a fort means it ain't a boat. Means it don't have to worry about the way the cannons are storing onkin big balls. Guns they got crowning that castle put a hole in your poop deck before you've sighted land. Das Lustige an der Tatsache, dass es ein Fort ist, besteht darin, dass es kein Schiff ist. Das bedeutet, dass es sich nicht um das Gewicht von Kanonen oder die Lagerung von lärmenden großen Bällen sorgen muss. Die Geschütze, die dort auf den Zinn der Burg, haben, reißen dir ein Loch in dein Deck, bevor du überhaupt Land gesehen hast. Er seufzt und stößt mit seinem Stiefel gegen den Boden. Fort itself be floored a ceiling rum-sodden fools, so that be going for us. But Aldees keeps the crew on the walls sharp and sober. Das Fort ist von oben
von oben bis unten voll von rumversifften Dummköpfen. Das macht es also einfach für uns. Aber Aedis sorgt dafür, dass die Mannschaft auf dem Bau wachsam und nüchtern ist. One blast of their horns and deadlights locked up tight as an adhering muggernight. We'll stay that way too, till any unfamiliar ships have been shot to shit and shot again. Ein Blasen ihrer Hörner und die Festung wäre sofort fest verschlossen wie edirianisches Magranit. Wird auch so lange so bleiben, bis alle unbekannten Schiffe zu Kleinholz oder noch weiter zerschossen wären. Was weißt du über Aedis? She's sharp as shit, that one. Tongue, mind and ears alike. Sailed out of Deerwood or Adir one. Knows her knots and how to crew a ship that won't turn sour. But words ring out among the Principi. More than you'd think for new blood. Sie ist verdammt auf Zack, was Mund, Verstand und Gehör gleichermaßen angeht. Ist von Dürrwald oder Edir aus losgesegelt. Kennt ihre Knoten und weiß, wie man ein Schiff bemannen muss, um die Stimmung nie umkippen zu lassen. Ihre Worte finden mit der Principi Gehör und das öfter, als man es bei Frischlingen wie ihr denken könnte. Part of that's a fierce support of freedom. From slavers, from the empires, from the Juana's caste system even. Ein Teil davon ist ihr erbitterter Einsatz für die Freiheit, von Sklavenhändlern, von den Reichen, sogar vom Kastensystem der Huana. The rest, a lenient hand. Step out of line and Ferrante's got your old crew up for lashes. Aldis, though, she's, yeah, let's say there's a reason she attracts limp cocked nut twists like Benwith. Ja, wenn sie was gegen Sklaverei hat, wieso mördert sie dann ihre... Ja gut, sie sind desertiert, das ist ein Grund. Der Rest ist ihre milde Hand. Tanze aus der Reihe und Ferrante lässt deine ganze Mannschaft zum Auspeitschen antreten. Aedis aber, sie ist, sagen wir mal, es gibt einen Grund, warum sie hinkende Typen wie Benwith anlockt. Can't say I much approve of a lack of regard for our traditions, but can't say I don't share her vexations with Ferrante and the old guard neither. Kann ich behaupten, dass ich ihren fehlenden Respekt für unsere Tradition gutheiße, aber auch nicht? Dass ich ihre Verärgerung über Ferrante und die alte Wache nicht teile. Er fährt sie mit einer pelzigen Pfote über seinen geflochtenen Bart. Wenn das Leben spielt, der schwache Anflug eines Lächelns. Sollten sich die Prinzipien nicht um Aedis kümmern? Warum bist du enttäuscht von der alten Garde? Shit, Captain. Buy a lad a drink before you go rooting through his unmentionables. Scheiße, Captain. Kauf einmal etwas zu trinken, bevor du in seinen unaussprechlichen Gedanken rumwühlst. Er lächelt, doch seine Daumen sind in seinem Gürtel verhakt. Let's leave it enough for now to say I think there be a course to be charted betwixt anarchy and tyranny. Lass es uns momentan beiseite schieben. Ich meine, es gibt einen Weg, den man zwischen Anarchie und Tyrannei einschlagen kann. Mhm. Du erwähnst, dass du Kontakte im Vorhast. Können wir uns auf ihre Hilfe verlassen? I did say contacts, didn't I? Ich habe Kontakt gesagt, oder? Seraphim reibt sich den Hinterkopf, als er auf einmal ein geschäftiges Interesse an seinem Stiefel entwickelt. Contact would be more accurate. In the singular. Alas, by the name of Ciri. Been running the same circles for years, doldrums and fair winds. We're never family, but never on the wrong ends of arms, neither. Kontakt wäre richtiger im Singular. Ein Mädel mit dem Namen Ciri, bin die ganzen Jahre in die gleichen Kreise, Flauten und Böen gefahren. Waren nie eine Familie, stand aber auch doch an den falschen Enden der Waffen. Might have, shaken the sheets a few months back. Aber vermutlich die Laken vor ein paar Monaten ziemlich aufgeschüttelt. Are you saying your helpful contact is actually your ex-lover? Willst du damit sagen, dass dein hilfreicher Kontakt dein Ex-Liebhaber ist? Regardless of how she feels about me, there's no love lost betwixt her and Benwith. That's for damn certain. Egal wie sie über mich denkt, sie und Benwith hassen sich, das ist verdammt sicher. Dein Kontakt ist nur eine zufällige deiner Liebschaften. Ach, random. What do you take me for, Captain? Zufällig? Für wen hältst du mich, Captain? Für einen Idioten? Die Geißel der Herzen in ganz Todesfeuer? Nützlich, als du aussiehst, vergiss es. Die Geißel, ne? Well, I can't say as you're entirely wrong. Tja, ich kann nicht behaupten, dass du vollkommen falsch liegst. Er grinst und zeigt dabei großzügig Zähne. Ja. Hast du einen Plan, wie wir das Fort gelangen können? Lass uns über was anderes reden. Sure, sure. No hurry here to ship off back to the gentlemen of leisure.
Später, sicher, sicher. Wir haben es nicht eilig, schnell wieder zum Herrn der Freizeit zurückzusegeln. Sein linkes Ohr zuckt. Ich wollte eigentlich den Dialog mit ihm nicht abbrechen. Captain Aldees claimed it a few, couple of them. They say she ain't had a deserter since. Tad cruel for my taste. Yeah. But I admit to admiring the wordplay. Hast du einen Plan, wie wir das vorgelangen können? You be asking me for a plan. Frankly, I were curious to witness how the famed Watcher of Cad Nua would penetrate the impenetrable. Du fragst mich nach einem Plan. Ich bin ganz einfach neugierig darauf, mir anzusehen, wie der berühmte Wächter von Cad Nua das Undurchdringliche durchdringt. But since you asked, just give me a tick. Aber da du gefragt hast, gib mir eine Sekunde. Seraphim macht eine Pause und denkt nach. Er streicht über einen seiner Bartzöpfe. Vast. I might have pulled the plan out of this hairy blue ass after all. Moment, vielleicht habe ich doch einen Plan aus meinem haarigen blauen Po gezogen. If ever an image inspired confidence. Wenn ein Bild hier Vertrauen hervorgerufen hat, er schüttelt den Kopf. Well, I see it. We have an option or two, ranging from the wildly dangerous to the fantastically suicidal. So tell you me, Cap. What be your preferred approach to problems unapproachable? So wie ich es sehe, haben wir eine Option oder zwei oder die irgendwo zwischen extrem gefährlich und absolut selbstmörderisch liegen. Sag du mir also, Captain, was ist deine bevorzugte Vorgehensweise bei eigentlich unlösbarem Problem?